Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Unterhaltungssendung hier zur Wochenschau. Ach nee, zu Hearts of Iron 3. Wir sind wieder mit dabei, der Araskis. Hi. Ach, da hat er fast sein. Australien trat der Fraktion Alliierte bei. Trat der Achsebeine, das wäre mal schön gewesen. Das wäre fantastisch. Also nein, die Australier sind jetzt also hier unten mit ihrer Großmacht, sind sie jetzt soeben in den Krieg eingetreten. Ja. Die ragen also zu War hier, ne? Ja, so muss es ja auch eigentlich sein. Und jo, dann schauen wir jetzt mal weiter, wie das jetzt weitergeht. Wir hatten in der letzten Folge haben wir es also geschafft, Polen niederzu klatschen. Jawohl. Es war ein Kraftakt sondergleichen. Ja, es war nie. Auch noch Nachrichten, das ist toll. Es war nie unbedingt leicht, muss man zugeben. Ja, ja, es war wirklich hart. Wir haben ungefähr 2 Mann verloren. Geschätzt. Naja. Immerhin hast du dich besser angestellt als das Original. Die haben deutlich mehr verloren. Ja, 12. So, nee, die haben tatsächlich, also es ist ja. Ja. Gut, ja, jetzt, was ist also jetzt aktuell der Stand? Die 6. Armee bewegt sich jetzt nach Westen. Ich öffne noch einmal den Schlachtplaner. Fall Weiß ist also abgeschlossen. Fall Gelb wird jetzt der nächste Kraftakt werden. Wir sind also hier nochmal eingezeichnet. Eintätowiert. Also als erstes in den Niederlanden einmarschieren, zu Antje mit den Holzschuhen. Mhm. Und dazu werden wir hier vorne versuchen, wieder ein paar niederländische Kräfte zu einzukesseln, auch hier wieder an die Grenze zu drücken und zu vernichten und schließlich Amsterdam zu besetzen und die ganzen Siegpunkte, das sollte also der Fall sein. Anschließend werden wir Belgien und Luxemburg angreifen und dann von da aus direkt auch zügig in die, vermutlich auch zügig in die, in den dritten Abschnitt eingehen, nämlich in den Fall Rot zur Besetzung Frankreichs. Und ja, da werden dann natürlich auch unsere italienischen Tomaten mit die hier schon ganz gut beschäftigt sind aktuell. Also der Kampf in Tunesien läuft eigentlich ziemlich gut. Ich schiebe mich hier immer weiter auf Tunis vor. Im Norden bis jetzt ist da noch keinerlei Widerstand gekommen. Jetzt treffe ich bei Ägypten sozusagen. Ich bin da quasi an den Suez ran. Und dort gestaltet sich gerade diese Schlacht erstaunlicherweise doch etwas schwierig, aber das müsste auch zu schaffen sein. Und vielleicht möchtest du jetzt einfach mal zeigen, was wir jetzt noch als neues Mega-Feature kennengelernt haben. Genau, und zwar können wir, wenn wir jetzt hier oben auf diese Tele gucken und dann beenden klicken, ist nämlich ist das Spiel nämlich vorbei und wir haben gewonnen. Genau, wir haben also festgestellt, wenn wir jetzt hier drüben mal den hängenden Affen uns angucken, Hongkong, sehen wir hier drüben so ein kleines Japan Fähnchen drauf, ein Japan-Emblem, jetzt fällt mir jetzt ja gerade nicht ein, wie man das nennt. Ja, so Staatsemblem, ein Rondell, nein, nicht ein Rondell, ich komme nicht drauf, ist wurscht, ich versenke jedenfalls gerade jede Menge britische Transporter. Nein, wir können also, wenn wir jetzt hier diese diese Provinz Hongkong anklicken, haben wir hier unten so einen lustigen kleinen, oh, ich habe die dritte und die vierte U-Boot-Flottille verloren, das ist natürlich tragisch. Ärgerlich. Ich baue vor allem keine nach. So, dann können wir also hier unten auf diesen kleinen Pfeil klicken und dann können wir unseren Alliierten diese Provinz als Angriffsziel setzen. Mhm. Wir haben uns jetzt für Hongkong tatsächlich für Japan entschieden, nach langer Diskussion. Ich persönlich hatte ja die Slowakei bevorzugt, aber Araskis hat unter fadenscheinigen taktischen und strategischen Gründen gesagt, wir sollten die Japaner damit beauftragen. Was heißt denn hier fadenscheinig? Das ist eine Unterstellung übelster Sorte. Das Der Witz ist einfach nur, dass der Japaner für uns im Osten ein bisschen aufräumen soll. Also wenn dort halt nicht viel ist, dann soll der ruhig mal die ganze Ecke Siam einnehmen, Australien überrollen. Hier ist er anscheinend sogar schon gelandet. Frage, was ich halt nicht genau weiß, wenn wir ihm jetzt ein Ziel in einem neutralen, nicht im Krieg befindlichen Staat setzen, ob er diesen Staat dann angreift? Ja, der greift den an. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also ich mache jetzt zum Beispiel, ich gebe den jetzt zum Beispiel mal in Manila... Also neben Manila irgendwie dort so ein Angriffspunkt, dass der dort mal anfängt, in den Philippinen aktiv zu werden. Hier unten ist er ja schon gelandet. Hier in, was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Bintulu? Ich gebe ihm gerade Singapur und Kuala Lumpur als, als Angriffsziele, dass er da auf alle Fälle eine Landung durchführt. So, natürlich Sydney in Australien wird natürlich ein wichtiger Punkt werden. Das soll er uns holen. Neuseeland kann er sich auch gleich mitholen. Ja.
Das ist nämlich dann dahingehend nicht schlecht, sobald wir nämlich dann quasi den Kampf gegen Russland machen, können wir ebenfalls Manchukuo und Mengukuo und Japan an der Ost, sozusagen an der Ostfront, beziehungsweise deren Westfront, wenn man dann so will, können wir denen dann nämlich auch Befehle geben. Das ist eigentlich ganz cool. Und du solltest übrigens mal die Japaner um einen Leihpachtvertrag anfragen. Vielleicht klappt's. Denkst du? Aber die wollen dafür was haben von mir. Du willst dafür ja wenigstens nichts haben. Ja, probier's halt mal aus, ob die dir den anbieten, auch ohne dass du was... Ja, sehr wahrscheinlich. Na, bitteschön. Dann ist das doch schon geklärt. Jetzt wollen die natürlich was von deiner IK. Ja, Hongkong ist also gerade eben besetzt worden. Das war erstaunlicherweise gar nicht schwer. Obwohl nur 3 japanische Divisionen im Angriff waren, haben sie es geschafft. Gut, schauen wir mal jetzt hier an die Westfront. Jetzt sehen wir hier natürlich so einen kleinen Nachteil. Die ganzen Einheiten und Fahrzeuge kullern jetzt alle mit ihrer normalen Geschwindigkeit quer durch Deutschland. Tja, es so gibt ist hier das. Also tatsächlich keine Eisenbahntransporte etc. pp. Das ist ein bisschen schade, dass man diesen Fakt so komplett rauslässt. Nicht nur aus eisenbahntechnischer Sicht, sondern ganz einfach aus strategischer Sicht, weil jetzt brauche ich halt eine ganze Weile, bis ich meine Armee da nach Westen verlegt habe. Der Penner hat hier Luftwaffe und zwar gar nicht so. Was, der Italiener hat da eine Luftwaffe? So nee, der, nee, nee, der Brite. Der Brite bombt hier. Das ist Mist. Na gut. Es ist auch ein bisschen Mist, dass der meine U-Boot-Flottillen 2 Stück versenkt hat gleich. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass er das geschafft hat, die zu stellen. Das ist tragisch. Lässt sich jetzt nicht ändern. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, der Franzose ruckelt hier noch nicht. Das macht mir extreme Sorgen. Ach ja, jetzt sei mal nicht so. Vergiss nicht immer mal oben ein bisschen die Uhrzeit mit dem Auge zu behalten. Was hast denn du jetzt? Ich habe 3. Oktober, 2 Uhr habe ich jetzt gerade. Jo, das passt schon, das passt schon. Ich habe auch mal 2 Geschwindigkeitsbalken reingemacht. Balken. So, ich werde mal ein paar neue Kriegsziele hinzufügen. Territorium erlangen. Was will ich mir denn mal aneignen? Tja. So, die Folge 21. Da. Ja, wir legen ganz, ganz viele verschiedene Spielstände an. Es ist vielleicht auch ein bisschen Overkill, aber wir machen das tatsächlich. Ich mache das jetzt in dem Fall. Ja, nee, das ist auch wichtig, sonst weiß der Geier, was ja noch passiert. Ja, richtig. Und Kriegsziele hinzufügen. Das ist natürlich eine äußerst günstige Idee. Grad schon. Können wir zu den Briten noch irgendwas hinzufügen, außer erobern? Nö. Ach, wir können nicht mal erobern. An sich können wir nicht mal... Habe ich das schon hinzugefügt? Ja, ist schon erobern erfüllt, dann reicht mir das aus. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Der Rest geht mir jetzt gerade so ein bisschen am Zipfel vorbei. So, Frankreich. Dänemark mobilisiert. Oh. Ja, ja, geht's. Will ich in Frankreich irgendwas erobern? Ich wüsste voller... Ach nee, halt, weißt du, was ich bei den Briten noch haben möchte, dringend? Was denn? Was ich bei den Briten wirklich haben möchte, und zwar... 9 Pfundland. Ist das zur Auswahl? Nein, ich glaube nicht. Was ist denn die Lernesos-Region? Aber Neupfundland. British Pacific Bases. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Lemesos. Wo ist dieses Lemesos liegt? Transporter, Transporter. Ja, Transporter, Transporter, Transporter. Also wir liegen gerade... Lemesos, da haben wir es schon. Wo ist denn das? Ach, das ist hier... Weißt du, diese kleine Insel, die ähnlich wie Zitronen heißt, aber Zypern eigentlich sich nennt. Okay. Da hat tatsächlich mal ein Kollege aus Bremerhaven ein lustiges Bild gemacht, denn an Zypern hat Bremerhaven Busse verkauft. Die sind halt in Bremerhaven zum Beispiel als Linie 502 nach Grünhöfe gefahren. Und dann steigt der Kollege im Urlaub aus dem Flughafen aus, also kommt aus dem Flughafen raus. Sie steigen aus dem Flughafen aus. Nachdem man Hauptbahnhof eingestiegen ist, kommt er aus dem Flughafen raus und da steht vor ihm ein Bus 502 nach Grünhöfe. Und das fand er recht ulkig. Das ist allerdings tatsächlich ein relativ verbreitetes Phänomen. Vielleicht, das hat zwar jetzt erstmal mit dem Zweiten Weltkrieg herzlich wenig zu tun, aber so. Das kann man schon mal hier so mit Plausch einführen. Ach so, du denkst, das hat jetzt wirklich, denkst du, wenig mit dem Weltkrieg zu tun? Ja, obwohl es ja sein könnte, wenn Zypern deutsch wird, dass das dann in Grünhöfe umbenannt wird. Man weiß es ja nicht. Oder Neugrünhöfe, nein. Aber nee, es ist tatsächlich so, für alle die mal so ein bisschen im
Urlaub in verschiedene Länder schweifen, nie überraschen lassen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn zum Beispiel Nahverkehrsfahrzeuge verkauft werden an andere Länder, dass die manchmal zu faul sind, die Zielanzeiger auszutauschen. Und dann fährt eben irgendwo in Rumänien eine Straßenbahn rum mit Leipziger und Dresdner Zielanzeigen. Oder auch aus dem westdeutschen Bereich dann eben dann von den Straßenbahn-Zielzüge Zielanzeigen. Doch. Bremen zum Beispiel und so. Ne? Das ist dann schon ein bisschen witzig. Na, klingt doch gut. Sind dann halt Fernstraßenbahnverbindungen. Die führen eben, die führen eben von Bukarest direkt bis nach Dresden-Prolis. Na, siehst du mal. Mit Halt an allen Unterwegshaltestellen. So. Aber das jetzt bloß mal so abseits vom Thema, weil wir ja zurzeit ein bisschen warten, dass sich hier was bewegt. Ja. Bewegen sich denn die Japaner vorwärts? Mal gucken. Also ja, sogar Japaner deutlich. Hier oder? Auf dem Inselchen nicht schlecht. Die hier, guck mal, hier sind sie in Indochina gelandet. Bei Mongai sind sie im Norden von Vietnam gelandet. Ja, in der Tat. Ja, da muss ja bloß nach Hanoi. Was viele ja nicht wissen, Hanoi ist ja tatsächlich eine Abkürzung. Steht für Halle Neustadt. Genau. Auch dort? Das ist jetzt ein historischer Fakt. No. Naja, klar, wenn du es präsentierst, was soll es denn sonst sein? Richtig. Also ich muss sagen, deine Panzer haben gerade ein echtes Problem. Bei der Suez-Überquerung, okay, ich kann es verstehen, gegen zwei Infanterieeinheiten. Ich muss das ganz schön verstärken, wenn ich hier übersetzen will. Übers Wasser rüber, ja. Aber es wäre natürlich jetzt ganz gut gewesen, wenn du nie hättest übergesetzt, sondern erst einmal Miesfak und Bir El Zamada noch besetzt, damit die nie ausweichen können. Also, dass du hättest erstmal so ein kleines Kesselchen gebildet. Die können das, das will ich ja eigentlich sowieso machen, aber das Problem ist, ich kann nach Bir El Zamada gar nicht fahren. Da gibt's ein X, ich kann nur oben über Romani fahren. Oder hier unten nach Sudre. Diese Zwischenregionen hier kann ich gar nicht, da ist vermutlich so gebirgig, ich habe keine Ahnung. Kann ich jedenfalls nicht betreten, das habe ich ja schon probiert. Kann auch sein, weil ich keine Wüstenkampfausbildeausrüstung habe. Das ist möglich, ja. Das ist dann zu weit, ja, das kann sein, ja. Denke ich halt auch. Weiß man halt nicht, ist halt alles Überraschung. Ne, sag ich auch immer. Chili versucht nicht mehr, sich an unserer Fraktion auszurichten, das ist ja frech vom Chili. Guck mal hier, Mensch, der Äthiopier geht in die Offensive, ich werd wahnsinnig. Hast du dem den Kriegsziele gesetzt, ja? Ja, hab ich, aber der sollte eigentlich erstmal seine Alten zurückerobern. Ich bin mir nicht... oh, er hat Malakai erobert, das ist natürlich beeindruckend. Alter Schwede, der Japaner geht hier gut los, hier unten wird er gleich die nächste Landung machen, da hat er schon U-Boot-Flottillen ausgesandt hier, was ist das hier in die ehemaligen niederländischen Provinzen, Kolonien? Ja, na gut, aber da sind momentan nur U-Boote. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was da noch so passiert. Weil momentan auch die Landung in Nordvietnam, in der Nähe von Nguyen, Thai Nguyen, tatsächlich hat er dort ja nichts weiter gemacht, außer da seine Marinetruppen an Land gebracht und nun sitzt er da. Das ist richtig, ja. Das ist Wahnsinn. Aber schauen wir mal, was passiert. Er ist immerhin so clever, dass er in der Nähe von Häfen landet. Ja, auf jeden Fall. So, und ich werde jetzt mal gucken, ob ich jetzt hier dem Franzosen Tunis entreißen kann. Dann haben wir hier zumindest schon mal... So, jetzt muss ich aber mal was überprüfen, weil ich habe bisher tatsächlich keine britischen Flieger über meinem Sprachs und da war ein britischer Flieger. Was greift denn der an? Der greift Leipzig an. So, ja, jetzt brechen sie hier am Suez. Jetzt brechen sie am Suez. Ich habe zwar ganz schön Organisation verloren, aber jetzt brechen sie. Das sind Bomber. Kommen sie nicht mehr durch. Da haben wir sogar, das sind alles taktische Bomber. Da haben wir so die Legion Condor. Nicht zu verwechseln mit der 501. Und hier haben wir Abfangjäger. Wir haben tatsächlich nur eingesparte Abfangjäger. Ich bin schwer beeindruckt. Nicht schlecht. So. Na egal, die schicken wir trotzdem mal hier aus auf Abfangeinsatz. Übernehmen. So, ich muss mal kurz schauen. Scheint ihm jetzt nicht so gepasst zu haben. Ach ne, hier sind noch mehr Abfangjäger. Günsch. Breite Front verbessert, schwere Kanone verbessert. So will ich das haben. Schlacht von Dahab gewonnen. Sehr schön. Wir scheuchen ja die HQs ganz gut durch die Gegend. Oh, HQs, ja. Nicht schlecht. Ja, klar. Guck mal an. Es sieht so aus, als ob die erste Armee sich hier eingetrudelt, eingesudelt. Ist die Frage, ob ich eventuell versuche, jetzt mal knallhart in Litauen einzumarschieren. In Litauen? Das wäre schon irgendwie ulkig, aber das vergrößert gleichzeitig meine Front, die ich dann gegen... Nee, lass das mal lieber. 40.000 Russen verteidigen muss. Genau.
Sorg mal lieber dafür, dass jetzt hier oben endlich der Angriff gegen Frankreich rollt. Das wäre wichtig. Ja, jetzt immer mal schön, ne? Ich muss ja erstmal die Po-Gegend einmarschieren. Ja, du musst mal in die Po-Gegend einmarschieren. Das habe ich manchmal auch das Gefühl. Das klingt so unanständig. Ja, das passt zu dir. So, jetzt kann ich hier endlich mal einen Zangenangriff auf die Stadt unternehmen, aber natürlich nicht gleich mit allen Einheiten, aber zumindest. Das ist natürlich die Frage, weil für den Sowjetfeldzug habe ich ein bisschen noch gar keine Platte gemacht. Das hier drüben ist das Sumpfgebiet, ne? Das ist das Sumpfgebiet. Ja, da musst du aufpassen. Ja, da musst du aufpassen. Das war dieses Gemäne. Nee, halt, da noch nicht, oder? Nee, Pripyat ist an anderer Stelle. Immer noch eine Infanterie mit rein, das sollte vielleicht erstmal reichen. Bin ich gerade. Ich würde es jetzt im Dings, im Provinzfinder suchen lassen, aber da glaube ich, komme ich nicht hin. So, Nun, jedenfalls dieses Sumpfgebiet, das werde ich natürlich tunlichst vermeiden. Allerdings werde ich wahrscheinlich hier durch diesen Wald eine Bresche der Vernichtung schlagen. So, die Saudis kommen jetzt schon von Süden und schicken erste Truppen. Ich finde das ziemlich geil, dass die Russen ja schon mal an der ungarischen Grenze eine schöne lange Reihe von mittleren Panzern aufgestellt haben. Ich wünsche den Ungarn an dieser Stelle schöne Grüße und viel Spaß. Ich möchte alle Ungarn grüßen, die mich kennen. Genau, jawohl, die Schlacht Romani ist gewonnen. Ich bin jetzt direkt auf dem Weg. Ich habe jetzt den Übergang über den Suez geschafft. Fantastisch. Hat funktioniert, wunderbar. So wie es sein soll. So, Neuseeland ist den Alliierten beigetreten. Das haben wir ja nun erwartet, dass das passieren wird. Wer ist beigetreten? Neuseeland. Ja. Naja, das haben die Japaner im Griff, denke ich. Denke auch. Brasilien wäre verantwortlich für den Konvoi. Bitteschön, akzeptiert. Neuseeland, heißt du? Weil auf der ganzen Insel gibt es nur 9 Seen. Du rätst einen Unfug, das kann man schon nicht mehr verantworten. Einer von den Faktoren, die leider sehr unbekannt sind. Genau. Ein Transportflugzeug ist fertig geworden. Das ist aber schön. Fantastisch, damit kannst du jetzt große Luftlandeoperationen auf zum Beispiel Kreta oder Zypern. So. Also Neugrünhöfe durchführen. Ja. Wäre ich jetzt zumindest gleich mal beifügen? Das ist die Frage, how much is the fish, ne? Hier, wie konnte ich das kleiner mal machen, dass ich die Einheit, warte mal, so ging das doch hier. Du klatschst sie zusammen und dann gibt's da so einen kleinen Pfeil, der sich zusammenführt. Wirst schon finden, ist ein cleveres Teil. Ich hab's einfach übers... Frankreich setzt erobern gegen Äthiopien durch. Na, das ist tragisch. War zu erwarten. An dieser Stelle müssen wir jetzt mal eine Minute einfach mal still sein und unseren gefallenen Helden aus Äthiopien denken. Tja. Es hat eben leider nicht sein sollen. Psst! Gedenkminute. Hallo. So, warte mal hier. Hä, aber hier ist doch noch, guck mal, das ist ja lustig. Aber hier kämpft noch ein Infanterieregiment. Das löst sich dann, glaube ich, noch auf. Vor allem, warte mal, da sind auch noch Staatsgrenzen. Naja, no, deswegen. Das ist italienisch besetzt. Du hast jetzt hier einen besetzten italienisch besetzten Streit. Das ist ja geil. Das ist ja lustig. Okay, momentan jetzt sind sie auch noch nicht in Mogadischu entgegen. Also in Somalia sind sie auch noch nicht einmarschiert, gell? Ja. So, was macht jetzt? Italienisch, Somaliland. Aber jetzt lass mich mal bitte immer noch nachdenken über meine Angriffsplan-Idee hier. Bitte. Ist die Frage, ob ich jetzt Brest-Litovsk, ob ich das jetzt mit einkessel oder ob ich das als Sonderfall nehme? Also ob ich das in den Extra-Kessel packe oder ob ich das in den großen mit reinnehme? Man weiß es halt nicht, ne? Ja. Ich muss mal ganz kurz fragen, Infanterie, motorisierte Infanterie, wie haben wir die immer am besten gemixt? Infanterie und dann haben wir den... Zweimal motorisierte Infanterie, ein Jagdpanzer, einmal Pioniere, wenn du sie als schnelle Angriffstruppen verwenden willst. Okay. Wenn du sie bloß verwenden willst, um dein Hinterland zu sichern, dann kannst du auch dort zwei- oder dreimal motorisierte Infanterie reinpacken und dann reicht das. Alright. Das werde ich nämlich dann wahrscheinlich irgendwann mal noch tun müssen, spätestens wenn wir gegen Russland ziehen. Ja. So, Tunis fällt jetzt in den nächsten paar Minuten. Das ist schön. An wen denn? An mich. Ach so. Na, das war wohl nicht vorherzusehen. An mich natürlich. Die Schlacht von Tunis gewonnen. Tunis ist eingenommen. Sehr schön. Schön. Es juckt den Franzosen zwar trotzdem noch nie. Ja, aber Tunis ist auf alle Fälle schon mal ein guter Versorgungspunkt. Auch guck dir das an, unser japanischer Freund arbeitet gar nicht so schlecht bis jetzt. Ach verdammt, das ist schon das 14.
Dann haben wir noch das 13. Armeekorps mit dem von Reichenau. Nice, wir scheuchen die ja vor uns her, so muss das sein. Aha, da haben wir's. Das sind da auch eigentlich alles schon sehr schön. Das sind schon starke Verbände. Hervorragend. Saudi-Arabien? Da müssen wir dann mal sehen, wie wir das zusammenbauen. Ich habe jetzt mittlerweile auch wieder 3 Panzerdivisionen zur Verfügung. Das heißt, ich könnte sogar nochmal einen Panzerkorps aufstellen am 1. November. Und super. Wie geil ist das denn? So, das 2. Armeekorps mit irgendwelchen dahergelaufenen schwachen Einheiten. Melde dich mal bitte hier in Plutsk. So, Tunis ist eingenommen. Ich laufe hier ein Stück weiter an der Küste lang. 3. Armeekorps meldet sich mal in Lukow. Und das 1. Panzerkorps werden wir erstmal nach Lublin versetzen. Das müssen wir hier mal unsere Front auseinanderklamüsern. Das ist immer so eine Geschichte. Erst sammelst du alles zusammen, um es dann wieder auseinander zu hämmern. Das ist richtig, ja. Die Sichtbarkeit der SS ist verringert worden. Klingt jetzt erstmal übelst geil, hat tatsächlich aber mit SS sind natürlich die U-Boote gemeint. Ja. SS kommt daher alle aus dem NATO-Bereich. Ja. Und das hat sich aus der US-Marine rausentwickelt. Für die verschiedenen Schiffstypen wurden natürlich bei der Flotte abgekürzt oder mit taktischen Abkürzungen versehen, um ganz einfach das ein bisschen zu vereinfachen, auch mit der Übersichtlichkeit. Das sind meistens 2 Buchstaben. So sind zum Beispiel Flugzeugträger werden CV abgekürzt für Carrier Vessel, leichte Kreuzer als Cruiser Light, also CL, schwere Kreuzer als Cruiser Armored, also gepanzert mit CA. Und SS ist eben das Submarine, das U-Boot. Ja. BB zum Beispiel wieder das Battle Boat, also das Battleship. Das Schlachtschiff. Und wer sich im Übrigen die ganze Zeit gewundert hat, warum wir hier von NATO-Zeichen sprechen und dabei doch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges sind, es ist tatsächlich so, dass die NATO-Zeichen bzw. die damaligen Zeichen für militärische Einheiten schon fast identisch gewesen sind. Also da hat man eigentlich quasi nur noch übernommen. Richtig, also das ist eine weitestgehende Entwicklung der Amis, wobei auch bereits die Wehrmachtsführung bereits ähnliche Zeichen verwendet hat. Genau. Seitens zum Beispiel für die Infanterie etc. pp. Wer sich mal alte Lage, wer mal das Glück hat, alte Lagepläne zu Gesicht zu bekommen oder zu sehen, zum Beispiel über Stalingrad und andere mehr oder weniger berühmte Schlachtfelder. Nein, Großbritannien greift in Alexandria die Küste an, aber da bin ich vorbereitet. Ja, das ist aber ein dankbarer Punkt. Ja, nur habe ich doch dummerweise, da hätte ich mich vielleicht gleich mal hinstellen müssen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich dort angekommen bin. Ja, schickst du so einen Panzer zurück oder 2? Nee, ich habe ja hier Infanterie in Kairo. Extra dafür zurückgelassen. Halt an Land gehen und schneiden und vernichten dann dort. Ist unglaublich. Irgendwann kriege ich doch immer diese dämliche Landung in den Rücken. Ja, aber ich sag mal, dort sind wir jetzt in der Nähe der Front. Ja, ja. Dort hat er außerdem auch noch die Möglichkeit anzugreifen, weil er ja mit Zypern und Tel Aviv Häfen hat, von wo er es operieren kann. Ja. Weil durch den Suezkanal kommt er jetzt natürlich nicht mehr durch. Der ist jetzt gesperrt für ihn. Das heißt, von der Seite sind wir auch gesichert. Die einzige Möglichkeit eben noch im Mittelmeer zu operieren für ihn ist eben von Gibraltar aus. Gibraltar. Der Gibraltar. Gibraltar. So. What says the time? So, jetzt landen die dummerweise gleich auch erstmal in Alexandria, was natürlich nicht so nice ist. Das ist übrigens tatsächlich ein Punkt mit, den man hier mit berücksichtigen sollte und den ich auch gerade für meine Landung in England später mal ausnutzen werde, und zwar für das Unternehmen Seelöwe. Wir sehen nämlich hier, anders als im Original, Seelöwe, die ja tatsächlich versucht hatten, über die kürzeste Strecke Calais-Dover das Ganze vorgesehen hatten, möchte ich dann hier oben landen. An der Sachsenküste quasi ist das ja, glaube ich, mit, ne? Oder ist das hier unten Sussex? Ich bin gerade. Ich kann dir jetzt leider gerade nicht folgen, weil der hier gerade gut abgesetzt hat. Okay, Thema. Jedenfalls möchte ich hier oben landen, da dort meistens keine britischen Truppen zur Verteidigung zur Verfügung stehen. Und daher ich mir die Landezone nicht freikämpfen muss. Das ist auch ganz wichtig, denn ansonsten hat die britische Flotte die Zeit, die sie braucht, um ranzukommen. Und das wird dann immer eklig, sowas. Ja. Nicht, dass ich was gegen die Briten hätte, aber gegen die Royal Navy, die stört schon ganz massiv, das muss man mal so sagen. Auweia, das könnte hier übel ausgehen. Feuer frei.
Naja, das sind jetzt zwei Marineinfanteristen, die sitzen jetzt in Alexandria. Wir haben die 14. U-Boot-Flottille verloren, das gefällt mir überhaupt nicht. So, wann werden die fertig? 3. November. Okay, also bis zum 3. November werde ich erstmal keine neuen Produktionssachen in Auftrag geben, um eine Weile mal hier das alles hoch zu pushen, was ich habe. Ja. Ja, ich bin ein bisschen unzufrieden. Brauchen schon wieder Offiziere? Oh ja, wunderbar. Hier der Japaner hier in Vietnam ist sehr aktiv geworden. Lass mal einen riskanten Blick werfen. Der legt das sieht gut aus. Ist er denn mittlerweile... Ja, die japanische Flotte liegt auch jetzt vor Kuala Lumpur. Der landet jetzt gerade auch auf der siamesischen Halbinsel. Das ist natürlich äußerst hübsch. Der legt hier los, so soll es sein. Ja, das ist also gerade Singapur, weil Singapur hat er meistens auch tatsächlich von alleine angegriffen. Ich bin mir jetzt also nicht sicher, inwiefern unsere Angriffsziele da Auswirkungen haben. Aber ich denke mal, wir haben ihm zumindest einen kleinen Denkanstoß gegeben. Das hofft man ja immer so, ne? Ja. Dass man bei seinen Schülern einen Denkanstoß gibt. So, ich greife jetzt hier oben Tel Aviv an. Stehe kurz davor. Wie machen wir das jetzt mit der Operation Barbarossa hier? Wer sich übrigens wundert, woher der Operation Barbarossa kommt, ob das jetzt einfach nur gedacht ist, weil Barbarossa berühmter deutscher Kaiser war im Heiligen Römischen Reich. Tatsächlich hat auch Barbarossa Kriege nach Osten geführt, da der Streitfall zwischen den Polen und den Deutschen schon ein sehr, sehr alter Streitfall ist. Schon damals gab es also Probleme. Es gab auch Zeiten, da haben die Polen dem Kaiser die Lehnstreue geschworen. Unter anderem auch Barbarossa und haben sich dann dagegen entschieden und das hat natürlich logischerweise Konsequenzen hervorgerufen. Allerdings ist Barbarossa natürlich nicht bekannt gewesen für seine großartigen Ostfeldzüge. Tatsächlich hat er auch selber keine Ostfeldzüge geführt, sondern vor allem das Haus Wettin zum Beispiel ist da relativ mit zur Macht gelangt. Er hat eher dann seinen Vasallen gesagt, marschiert nach Osten, was er kriegt, gehört euch. So kam es auch dazu, dass die deutschen Fürsten dann eher ohne ihren Kaiser nach Osten hin mal Kriege geführt haben. Ja. Barbarossa selbst ist ja eher damit bekannt worden, dass er sich im Norden Italiens mit dem Lombardbund, beziehungsweise mit den Nachfolgern der Lombardbünde unter der Führung von Mailand rumgeschlagen hat und auch mit dem Papst so seine kleinen Ärger gehabt hatte, woraufhin er ja auch mal kurzerhand einen eigenen Papst eingesetzt hat. Das ist natürlich, muss man jetzt sagen, sehr lösungsorientiert, das Ganze. Ich finde das auch, der hat das Problem lösend, hat er gut gemacht. Nur, dass der Papst es eben nicht ganz so positiv aufgefasst hat. So, Tel Aviv ist eingenommen worden. Dafür musste ich die Schlacht um Alexandria abbrechen. Befindet sich im Wald ein starker Verband aus sowjetischen Infanteristen, motorisierten Infanteristen, Panzern und zwei unterschiedlichen anderen Brigaden. Das ist gerade ein bisschen unhübsch. Aber irgendwie muss ich hier durch. Und wenn es geht, ohne dass der Gegner die Zeit hat, die Festung Bialystok zu besetzen. Denn die hat, man erkennt es an dem Symbol hier oben, Verteidigungsboni. Mhm. Nun ist natürlich die Möglichkeit, der ersten Armee einen Panzerkorps zur Verfügung zu stellen. Oh shit, aber Panzerkämpfe im Wald sind halt immer, vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen problematisch. Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß natürlich auch nicht, ob der bis dahin das Litauen annektiert. Eigentlich machen das die Russen immer. Bisher hält er sich aber mit den baltischen Staaten zurück. Das Dumme ist, dass der hier eine ganz schöne... Der hat ganz schön was aufgebaut hier im... Warte mal, den Panzer schicke ich mal mit. Also ich mache jetzt erst einmal... Pass mal auf, wir machen jetzt mal... Also wir machen erst einmal... Mist, ich muss das HQ nachschieben. Was machst du? Ich muss das HQ nachrücken lassen, meine ich. Fünftens, jetzt werde ich mal selber ersehen, wie das so passiert. Gesundheit. Das ist alles nicht so gut hier. Das gefällt mir alles nicht. Dankeschön. Jetzt hat er schon zwei Provinzen als... Ach, das gefällt mir alles nicht so. Was gefällt dir nicht so? Mir gefällt Reise das... im Sprit, ja? Nee, das in Alexandria gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Das gefällt dir überhaupt nicht. Wir werfen gleich mal einen Blick drauf. Mhm. Weißt du was, wir werfen jetzt schon mal einen Blick drauf, weil wir so übelste Sorte sind. Zeige mal das Zeugnis hier. Also ich ziehe da jetzt gerade noch einen Panzer zurück, der kommt gerade zurückgedüselt. Gegen die Marineinfanterie. Mhm.
gleich die halbe Stunde voll? Wollen wir da vielleicht dann einen Kut setzen oder wollen wir 40 Minuten anpeilen? Ich würde eventuell sagen, machen wir mal bis 35, weil dann dürfte meine 6. Armee in Ausgangsstellung sein. Ich denke auch. Ich würde ganz gerne mal noch gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt. Gucke mal, wie sich das entwickelt, aber guck nie, die gucken gerade. Na, ich weiß. So, und ich arbeite jetzt mal an der 5 am Unternehmen Barbarossa. So, jetzt umstellen wir das hier alles erstmal ein Stückchen. Als allererstes zeichnen wir mit der Farbe Rot, zeichnen wir erstmal hier unsere Grenzen ein. Die Briten haben wieder mal einen kleinen Seesieg gegen meine U-Boote erlangt, wobei man sagen muss, ist jetzt keine Kunst. Ne? Würde ich auch so sehen. Zur U-Boot-Waffe gibt es übrigens, also gerade die Entwicklung der deutschen U-Boot-Waffe ist wahnsinnig interessant. Die ist auch gerade mit dem Hintergrund sehr interessant, dass den Deutschen zu spät, wenn man so will, ein sehr großer Wurf gelungen ist bei der U-Boot-Entwicklung, denn mit dem Typ 21 stand gegen Kriegsende eine Waffe zur Verfügung, die äußerst kriegsentscheidend hätte wirken können in der Atlantikschlacht. Ich habe gerade mal, also bitte mal ganz kurz nicht wundern, ich habe gerade mal die Uhr anhalten müssen, weil ich gerade mal kurz mich ein bisschen... Also meine Stoppuhr läuft weiter. Ja, nee, gut, ist okay, hab ich verstanden. Nee, der Typ 21 hätte also tatsächlich nochmal einiges im Krieg drehen können. Die Alliierten waren hinterher, gerade auch die Westalliierten, äußerst interessiert an dem Typ 21. Da die Typ 21 Boote absolut neu revolutionär waren, es waren die ersten richtigen U-Boote überhaupt, die konnten bis 6 Wochen unter Wasser bleiben. Sie haben über wie unter Wasser eine hohe Geschwindigkeit von 18 Knoten erreicht, was kein Gleitzug, also großer Transportkonvoi damals hätte geschafft. Sie waren also immer schneller als die Transportkonvois. Und sie haben halt äußerst moderne neue Technik mitgebracht, unter anderem diverse Tarnanstriche, die dafür gesorgt haben, dass das U-Boot gegen Sonar- und Radarwellen geschützt war, also vor allem gegen Radarwellen, wenn es hätte aufgetaucht gewesen. Zumindest. Oh. Und besonders interessant ist natürlich auch einhergehend damit die Torpedoentwicklung mit sogenannten lageunabhängigen Torpedos. Das waren also zum Beispiel Torpedos, die abgeschossen wurden und dann automatisch einen gewissen Suchkurs gefahren sind. Das heißt, die werden dann einfach kreuz und quer durchs Wasser gefahren, bis sie irgendwann was treffen. Und zum Schluss auch zielsuchende Torpedos mit Hilfe einer Akustikanlage, die also unter Wasser dann Schraubengeräuschen gefolgt sind. Diese Torpedos sind auch tatsächlich schon zum Einsatz gekommen. Was ist natürlich der Vorteil dafür? Das U-Boot klärt unter Wasser ohne Sichtkontakt, sondern nur zum Beispiel über das Sonar auf. Da befindet sich ein feindlicher Konvoi und bewegt man sich ungefähr so auf eine gewisse Entfernung ran. Das könnte man ja über das Sonar alles rausfinden. Und dann hat man gefeuert und ist wieder verschwunden. Oder man hätte gefeuert und wäre wieder verschwunden, denn diese U-Boote sind nicht mehr zum Kriegseinsatz gekommen. Es sind zwar eine relativ hohe Stückzahl fertiggestellt worden. Das Neue an diesen U-Booten war auch, sie sind nicht mehr wie vorherige U-Boote auf einer Werft aufgelegt und komplett gebaut worden, sondern die wurden in Segmentbauweise gebastelt, das heißt irgendwo tief im Hinterland wurden einzelne Teile hergestellt und die sind dann an die Werften nach Hamburg, Bremen oder was war es im Osten? Jetzt fällt mir gerade der Name wieder nicht ein. War es Stettin? Ich glaube Stettin gebracht worden und zusammengebaut. Ein Beispiel dafür, zum Beispiel auf der Werft in Dresden-Übigau wurden ebenfalls Teile für das U-Boot gebaut. Wer jetzt natürlich denkt, aha, daher die Angriffe vom Februar 45. Nein, denn Übigau hat in seinem gesamten Krieg genau, ich muss überschlagen, 0 Bomben gesehen. Also Übigau wurde nicht angegriffen, Übigau ist nie angegriffen worden. Dieses Fabrikgelände da in Übigau, wo diese Segmentteile und zwar die Torpedokammer der U-Boote hergestellt wurde, ist nie angegriffen worden, ist nie was passiert. Aber jedenfalls, diese U-Boote waren also in mehrerer Hinsicht revolutionär. In Hamburg gab es einen Bunker bei Kriegsende, da lagen 3 Stück oder sogar mehr von diesen U-Booten drinnen. Die haben die Briten sichergestellt und ausgeschlachtet. Die haben also dort dann die Maschinenanlage zum Teil rausgebaut, zum Teil andere technische Anlagen. Aber die U-Boote selbst sind im Großen und Ganzen dann drinnen liegen geblieben, bis man dann im Hamburger Hafen gebaut hat. Dann hat man das alles zugeschüttet und verfüllt. Die U-Boote liegen da jetzt im Dreck. Nicht mehr im Wasser, sondern im Dreck. Sind aber immer noch da eigentlich. Also
unfassbar. Wer mal eine Schaufel hat, sehr viel Zeit und nicht davor verrückschreckt, auf einem Container-Terminal einfach mal einen Asphalt aufzureißen. Viel Spaß. Wenn du ein bisschen verrückt schreckst, ne? Verrückt schreckst, ja. So, ich komme aber schon wieder nicht dazu, hier lustige Pfeile einzuteilen. Und ich komme nicht dazu, wie hat er nämlich jetzt Panzer in die Wüste gezogen? Nicht da. Der kämpft hier tatsächlich 3 Regionen weg von der Küste in der Wüste. Das ist nicht schlecht. Ja, das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin, weil das sind die Kräfte, die mir hier nämlich, die mich nämlich hier gut in den Arsch treten können. Also deine Ausdrucksweise schon wieder. Und in Alexandria komme ich immer noch nicht voran. Der hat sich dort so mit diesen Marines, ich greife das jetzt von drei Seiten aus an. Mit Panzerunterstützung. Und bis jetzt komme ich da nicht durch. Es ist doch wirklich zum Piepen. Oh Gott. Ich erinnere mich aber dran, dass wir das auch schon mal hatten, das Problem. Das klingt jetzt altklug, aber tatsächlich, ich weiß, dass wir definitiv schon mal eine Landung hatten in der Gegend. Ja, das... Oh, ich mache überhaupt mal Pause, weil ich muss dann mal meine Produktion wieder aktivieren hier. Mach das. Und ich speichere nochmal. Ja. Und jetzt werfe ich mal einen riskanten Blick auf meine 6. Armee. Nein, die ist immer noch nicht komplett da. Aber ich werde in der nächsten Folge trotzdem dann zumindest die Panzerkräfte schon mal an Ort und Stelle bringen und dann... Mach das. Schlagen wir los. Also, möchtest du noch ein paar schlüssige Worte werfen? Ich bin hier total am Schwitzen, muss ich sagen. Also der Franzose hier und der Brite an der anderen Seite, die halten mich schon hier ganz gut auf Trab. Ich muss sagen, die Briten haben scheinbar jetzt auch ganz gut Kräfte aufgestellt. Ja, auf jeden Fall. Nein, deswegen, wir müssen hier mal ganz dringend jetzt diese entscheidenden Angriffe führen. Naja, dann wird das wohl deine Aufgabe sein. Genau. Wunderbar, in dem Sinne. Macht's gut, haut rein. Bis bald. Tschüssikowski mit V.